Bevor das Video losgeht, möchte ich euch nochmal schnell die Information geben, dass ich einen 12-Stunden-Livestream geplant habe, und zwar ab dem 2.6.2018. Das ist ein Samstag. Das Ganze wird stattfinden ab 14 Uhr und dementsprechend, wenn man 12 Stunden da draufpackt, wird das Ganze beendet am 3.6.2018, am Sonntag um 2 Uhr nachts. Und die Spiele werden gespielt wie Mario Kart Wii, Pokémon Blue Kaizo und Pokémon Showdown, wie ihr das im Layout sehen könnt, und sonst halt Random Games. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich schon auf den Tag und ich hoffe, wie gesagt, ihr seid dabei. Das wird ziemlich geil, glaube ich. Und ich denke mal, wenn viele von euch kommen werden, wird das noch viel, viel geiler. Also, markiert euch das in eurem Kalender. Lasst euch da irgendwie Urlaub nehmen oder so, wenn ihr arbeiten müsst. Für die ganzen Schüler ist es ja schön am Wochenende. Und seid dabei. Darüber würde ich mich sehr freuen. Also bis dahin, tschüss und viel Spaß beim Video. Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Rot Randomizer Straflock Challenge. Und im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und ich habe ja etwas mehr oder weniger angekündigt im letzten Part. Ihr seht es schon im Overlay, im Layout. Ich habe ein neues Pokémon in meinem Team und zwar ist es Odin oder das Leta King. Ich habe es trainiert. Schaut euch mal diesen Angriffswert an und diesen KP-Wert. Es ist schnell, es hat, Alter, es ist einfach alles richtig geil. Es hat unfassbar viel Attack, unfassbar viel KP. Gute Defense-Werte, mega guten Speed. Gut, Special jetzt nicht unbedingt, aber ganz ehrlich, normale Attacken werde ich eh nicht mit Special-Wert küren. Obwohl, ich zeige euch jetzt besser gesagt die Attacken. Ja, ihr seht es selber. Nicht sonderlich krass ausgeprägt. Oh, ich hab vergessen noch zu heilen. Ich habe halt noch ein bisschen trainiert für das Pokémon. Das hat jetzt nicht volle Kratzer-AP. Ist ja auch egal. Das Pokémon kann nur Kratzer und Amnesia. Amnesie, nicht Amnesia. Das ist ein bisschen blöd. Das liegt aber daran, weil ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, der Randomizer-Ersteller kann schwer oder hat es nicht irgendwie hinbekommen, glaube ich zumindest, neue Attacken hinzuzufügen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch während des Projektes herausgefunden. Somit werden, glaube ich, nur die Attacken vom Movepool der 6. Generation des jeweiligen Pokémon genommen, die es auch in der 1. Generation gab. Und ich glaube, also zumindest so glaube ich das. Ich glaube, das sollte so sein. Und deswegen gibt es hier halt nur Kratzer und Amnesie für das Pokémon momentan. Ich weiß, ich habe TMs, also ich habe sie mir auch aufgeschrieben, die ich hier in, auf der Box halt eben habe. TMs habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich weiß nur nicht, ob ich den Pokémon, also man muss ja eh schauen, ob das Earthquake erlernen kann. Wenn ja, wäre das natürlich cool, weil Earthquake würde halt richtig rein scheppern bei diesem Angriffswert und Speed sowieso. Ja, Mega Kick wäre auch eine Möglichkeit, oder wir bekommen ja sowieso noch Stärke. Das wäre alles eine Möglichkeit, was man damit machen kann. Jetzt natürlich die Frage, wie machen wir das mit Fliegen? Erstmal habe ich die VM-Fliegen noch auf der Box, wenn mich nicht alles täuscht. Was vielleicht ein bisschen ärgerlich ist, wenn man sich überlegt, dass ich jetzt vielleicht irgendein Pokémon benötigen würde, welches Fliegen erlernen kann. Also ich meine, ja, ich habe die Pokémon eigentlich so eingestellt, dass jeder dann eine VM erlernen kann, damit halt eben sowas nicht auftritt, dass man kein Pokémon hat, welches fliegen kann. Ja, der Backsprite von Odin ist interessant. Man sieht so ein bisschen, wie er hier so seine Hand hat zum Abstützen. Das finde ich echt ziemlich cool. Ja, nee, also ich habe das ja so extra so eingestellt, dass jedes Pokémon eine VM erlernen kann, damit man jetzt nicht irgendwie in dieser Situation ist, dass man kein Pokémon hat, welches eine VM erlernen kann. Aber ja, es wurde auch schon richtig geschrieben. Was will ich denn zum Beispiel jetzt mit Spectrope und Fliegen? Wenn ihr mich versteht, ne? Was soll ich denn mit Spectrope und Fliegen? Ach, guck mal, das Pokémon, was ich ausgewechselt habe, oder zumindest die Vorentwicklung davon, wird mir direkt als erster gegen, also, ja doch, als vom ersten Trainer ins Gesicht geworfen. Hier ist natürlich auch sehr interessant. Oh, Level 36. Junge, Junge, ich habe vielleicht ein bisschen mehr trainiert als sonst. Regice! Nee, ich gehe da lieber auf Spectrope. Ich möchte auf Nummer sicher gehen. Ich bin momentan dabei, etwas zu planen. Ja, ich bin momentan nur noch am Plan. Ihr werdet an diesem Wochenende ein neues Pokémon-Projekt sehen. Hypt euch! Ich habe den Einspieler ja schon gemacht zu dem 12-Stunden-Livestream. Zum 12-Stunden-Livestream gibt es noch etwas zu sagen. Es könnte sein, dass ich beim 12-Stunden-Livestream am Abend für eine kurze Zeit lang mal nicht da bin. Es könnte höchstens eine Stunde dauern. Dann werde ich natürlich auch versuchen, das hinten dran zu setzen vom Stream. Soweit zumindest mein Plan. Das heißt, würde ich jetzt zum Beispiel eine Stunde dann kurz weg sein, würde ich das Ganze bis 3 Uhr machen. Nur als kleine Information für euch, falls ihr dabei sein wollt, was mich sehr freuen würde, wenn ihr beim 12-Stunden-Livestream dabei sein könnt. Es könnte also passieren, dass ich kurz eben weg bin. Das liegt ganz einfach daran, weil unsere Nachbarn dort drüben eine Feier haben. Und ich da ganz kurz dann auch halt eben drüben sein werde.
Also das sind die zwei Ankündigungen, die ihr soweit kennt. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, dass ich halt an diesem Wochenende ein neues Projekt mache mit einem anderen, das auch jedes Wochenende dann kommt. Alter Schwede, noch ein Angriff sollte ich aber überleben. Falls Pokémon nicht jetzt schon stirbt durch Karate Chop. Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob ihr schon das neue Projekt halt eben kennt. Also ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt in einem Video, dass ich das, dass ich halt jedes Wochenende ein Projekt mit einem anderen haben werde, ein Pokémon-Projekt, um genau zu sein. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Am Samstag kommt ein Part davon, am Sonntag kommt ein Part davon, jeweils auch auf dem anderen Kanal. Sprich, ich gebe euch jetzt schon mal die Information raus. Wenn ihr morgen das Video bei mir seht, schaut es euch auch bitte bei ihm an. Ihr werdet auch sehen, wieso es ein Unterschied ist, ob ihr das bei mir schaut oder bei ihm. Das heißt, ja, ich mache jetzt schon mal die Cross-Promo, dass ihr halt rübergehen könnt zu ihm. Und ich mache noch eine Ankündigung, wie gesagt. Am Sonntag, oh, was war das denn? Ich glaube, da war, kam der ganz, nicht ganz mit der Textbox klar. Am Sonntag kommt das Finale des Pokémon-Quizzes. Ich habe es in meiner Mario Kart Wii-Folge gestern schon erzählt gehabt und ich erzähle es euch heute nochmal in der Pokémon-Folge. Ja, am Sonntag kommt die Pokémon-Final... Warte mal. Pokémon... Nee, das Final-Pokémon-Quiz. Nein. Das Pokémon-Quiz-Finale, so... kommt da als Part. Ich habe es doch tatsächlich hinbekommen, mit den anderen einen Termin auszumachen. Hier sehen wir, dass Kratz halt eine unfassbar schlechte Attacke ist, obwohl wir einen so hohen Angriffswert haben. Okay, ich meine, Stunfisk ist trotzdem auch, was so Verteidigungswerte angeht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Aber egal, trotzdem, hier sieht man es ganz gut als Beispiel. Ja, also wie gesagt, ihr seht das Finale an kommenden Sonntag. Also beziehungsweise an diesem Sonntag, der jetzt kommt. Ich bin momentan noch beim Schneiden dran und ich gebe mein Bestes, um das Ganze auch fertig schneiden zu können. Bis dahin, beziehungsweise ich werde das sowieso schaffen. Macht euch da keine Sorgen, ich werde das auf jeden Fall zu 100%. Wobei, 100% würde ich nicht sagen. Immer wenn ich 100% sage, grätscht da immer irgendwas dazwischen. Dann kommt, weiß ich nicht, Stromausfall, die Save-Datei ist wieder weg und dann habe ich keine Lust mehr zu schneiden, was ich denke auch nachvollziehbar ist und dann müsste ich das am nächsten Wochenende machen. Aber zumindest, wie es jetzt aussieht, bekommt ihr das zu 100%. So, das möchte ich damit sagen. Und es gibt noch eine Ankündigung. Momentan plane ich etwas relativ Stressiges gerade für mich und zwar versuche ich momentan einen Termin herauszufinden. Also, nee, Termin ist eigentlich falsch. Ich möchte dieses Jahr zur Gamescom. Ich war da letztes Jahr ja schon. Und ich hab, ich war ein bisschen auf Discord mit Sayu und hab ein bisschen mit Sayu gequatscht. Und sie hat mich mehr oder weniger dazu gebracht, jetzt noch zu überlegen, wie ich zur Gamescom komme. Beziehungsweise sie, ich hab mit ihr gequatscht und sie hat mich mehr oder weniger dazu gebracht, jetzt zu überlegen, ob ich irgendwie zur Gamescom komme. Und jetzt bin ich momentan sehr aktiv am Plan, wie ich da überhaupt hinkomme. Mein Plan wäre es dann auch noch am Freitag und am Samstag auf der Gamescom zu sein. Das heißt, ich müsste dann schauen, wie ich eine Unterkunft dort kriege. An sich halt eben, wie ich da hinkomme, weil ich würde das Ganze mit Daniel wieder machen. Letztes Jahr war das so, dass mein Schwager mitgekommen ist. Er das aber nicht so cool da fand. Also es ist nicht so seins. Und deswegen würde er dieses Jahr nicht mit dabei sein. Er ist uns halt, wie gesagt, gefahren. Daniel ist halt jetzt, also hätte so gesehen die Verfügbarkeit, dass, weil er hat halt auch einen Führerschein, ist 19 Jahre alt, gut, ich habe auch einen Führerschein, bin aber erst 17 Jahre alt, ich kann halt nicht selber fahren, aber Daniel könnte halt eben selber fahren, er bekommt aber sein Auto nicht, beziehungsweise ist halt nicht sein Auto, er teilt sich das halt eben mit seinem Vater und er bekommt das Auto nicht dafür, ich weiß nicht, also es kann natürlich auch gut sein, dass der Vater einfach sagt, nee, ich möchte nicht, dass du mit unserem Wagen dann da ganz hinfährst, ist ja auch absolut in Ordnung so, das ist ja, wenn der Vater sagt, nee, es ist halt sein Auto, ne, wenn er sagt, nein, ich möchte nicht, dass du da ganz hinfährst mit dem Wagen, ohne dass ich da irgendwie dabei bin oder sowas, ja, dann ist es halt eben so. Jetzt müssen wir halt schauen, wie wir da hinkommen. Zug ist absoluter Trash. Zugfahren, also ich habe nichts gegen Zugfahren an sich, da drin zu sitzen und so ist ganz chillig, finde ich. Ne, das ist halt ganz cool so. Aber Zugfahren dahin ist absoluter Trash. Ich weiß nicht, wie Leute es hinbekommen, so viel Zug zu fahren, zumindest über weite Strecken. Das ist absolut Krebs. Du musst ja, also zumindest ich müsste, wenn ich nach Köln fahre, zweimal umsteigen. Da geht's ja schon los. Beziehungsweise, ich glaube, das mit dem zweimal umsteigen ist sogar die teurere Variante. Es gibt nämlich noch einen anderen Zug, mit dem ich das Ganze machen könnte. Das würde dann, ich glaube, drei, also wenn mich nicht alles täuscht, dreimal umsteigen irgendwie bedeuten, was halt... Ich hasse das. Ey, da muss man auf so viele Sachen, auf so viele Faktoren achten. Erstmal Bahnhofkenntnisse. Wann fahre ich mal mit dem Zug? Ich wohne im absoluten Dreckskaff. Bei mir gibt es nicht mal eine Busverbindung. Ja, ich bin außerhalb der Schule nur ein einziges Mal mit dem Zug gefahren. Nur ein einziges Mal außerhalb der Schule. Und das ist dann
so, wisst ihr, das ist dann, also, da war auch, da war ich kleiner und da ist mein Vater so gesehen, hat sich darum gekümmert, ne? So, und dann, ich kenne mich halt damit erstmal überhaupt nicht aus. Das heißt, ich bin schon eh absolut verloren, auch Daniel, also der halt mitkommen möchte, schon mal absolut verloren, wenn es darum geht, Bahnhof, irgendwie richtiges Gleis zu finden, mich da irgendwie, ja, einfach die richtige Stelle zu erwischen. Ich wüsste zum Beispiel auch gar nicht, also, was für einen Zug ich nehmen müsste. Ich wüsste das gar nicht. Das müsste doch irgendwie wie beim Bus, glaube ich, vorne stehen. Ich habe keine Ahnung. So, da geht's schon los. Plus, ich bin wahrscheinlich dann so um 5 Uhr morgens im ersten Zug und bin erst um 14 Uhr wahrscheinlich dann in Köln. Weil ich halt auch so oft umsteigen muss, ich auf die Züge halt warten muss und so weiter. Das ist Trash, das ist scheiße. Zugfahren ist Kacke über so eine weite Strecke. Das lohnt sich überhaupt nicht. So, die zweite Möglichkeit ist Flixbus. Flixbus ist auch eine gute Möglichkeit, das habe ich mir auch überlegt. Ich weiß nicht, wenn jemand von euch schon mal Erfahrung mit Flixbus gemacht hat, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das würde mich jetzt brennend interessieren. Oder wenn ihr einen Kollegen habt, bitte, ich bitte euch, fragt ihn, was seine Erfahrung mit Flixbus war. Weil Flixbus ist jetzt gerade so eine Möglichkeit für uns, das könnten wir wirklich einnehmen. Denn das ist halt die beste, weil wir haben nichts anderes. Zugfahren ist, wie gesagt, Kacke. Und Flixbus ist halt eine Möglichkeit, die wir ganz gut nutzen können. Hier in der Nähe hätten wir eine Stadt halt eben, wo ein Flixbus auch fährt. Und der würde uns auch zumindest... Also, straight nach Köln kostet uns das beide 100 Euro. Nee. 100 Euro bezahlen wir nicht. aber es gibt da umliegend um Köln herum ein paar andere Städte, wo wir hinfahren könnten. Das würde uns dann, glaube ich, 50 Euro oder ich glaube sogar 1,40 Euro kosten. Wir müssten dann eben nur jemanden finden, der uns von diesen umliegenden Städten nach Köln bringt. Jetzt bin ich halt, wie gesagt, am Überlegen und schaue jetzt gerade nach Leuten. Ich habe da jemanden auch gefunden, nur es sieht da sehr schlecht aus. Also wie gesagt, ich bin momentan sehr viel, auch was das angeht, am Plan. Das ist nicht leicht. Wieso ist jetzt bei Among Us? Ich dachte die ganze Zeit an Amomogo. Nee, nicht dieses Wasser-Pokémon, sondern. Wie heißt der nochmal? Dieses Eisgesteins-Pokémon da. Meine Güte. Dass mir das immer entfällt, wie das Pokémon heißt. Ist halt kein tolles Pokémon. Also kein Wunder, dass ich mich nicht dran. Wieso setzt die Royal ein? Ich habe jetzt felsenfest an das Pokémon Alomomola oder so. Halt hier das Palindrom-Pokémon da. Habe ich jetzt die ganze Zeit gedacht. God fucking damn it, Marcel. Use your brain, please. Ja, also es gibt die Möglichkeit, dass ich dieses Jahr auf der Gamescom bin. Wobei es momentan sehr schlecht aussieht. Ich habe auch heute, bis heute in die Nacht tatsächlich sehr viele Gespräche gehabt. Ich muss halt schauen, wie ich das regel. Es kann auch sein, dass ich dieses Jahr auch einfach gar nicht auf der Gamescom bin. Mein Plan wäre es dann halt natürlich auch nächstes Jahr zur Gamescom zu fahren. Vor allem, weil da kann ich auch selber fahren. Ich habe halt Führerschein und nächstes Jahr wäre ich dann noch 18 Jahre alt. Also ich werde ja noch dieses Jahr 18. Aber nächstes Jahr bin ich dann halt eben 18 Jahre alt. Und dann hätte ich auch die Möglichkeit, da selber hinzufahren. Aber solange ich halt eben noch nicht 18 bin, entfällt mir halt eben diese Kraft. Und deswegen bin ich erstmal auf andere angewiesen. Und da muss ich dann halt eben natürlich schauen, ob ich da jemanden finden kann, der mich entweder dahin fahren kann. Weil ich kenne nur eine Person, die im umliegenden Kreis um Köln halt eben wohnt. Und bei der ist halt, also bei der Person ist es dann halt so, dass diese Person dann halt eben auch nur an einem Tag da sein möchte. Oh, ich habe gegen Kapaloris irgendwie gar nichts. Ach komm, Odin. Du kannst da doch bestimmt mit Kratzer richtig viel Damage ausrichten. Ja, siehst du doch mal. Also ich kenne halt eben nur eine Person, die möchte auch nur an einem Tag halt eben da sein. Und wir an zwei Tagen und dann müsste ich halt eben schauen, wie das Ganze ist. Wobei ich kenne jemanden, der... Also ich möchte ja am Freitag und am Samstag da sein. Die Person, die da außen herum wohnt, die wäre halt... Warte mal, Silvion? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ey, nice, Filinara. Und diese Person möchte nur am Freitag da sein. Das heißt, ich müsste entweder gucken, ob ich am Donnerstag schon dahin fahre mit dem Flixbus mit meinem Kollegen und diese Person uns dann da abholt. Ich möchte jetzt hier natürlich keinen Namen nennen. Die Person uns dann da abholt und dann einen Tag bei ihr übernachten lassen oder so. Und dann, dass wir gemeinsam dann irgendwie zur Gamescom fahren. Oder am Freitag, wobei die Person möchte auch nur am Freitag da sein. Und wir werden wahrscheinlich erst am Mittag da, sodass wir auch erst am späten Mittag dann wahrscheinlich da ankommen, was halt sehr blöd wäre. Ich meine, am Samstag... Wow, siehst du crazy aus. Alter. Das sieht so aus, als hätte man das aus irgendeinem Horrorfilm als RAR-Datei verpackt und zack in die ROM.
Holy Mother of God, siehst du schrecklich aus. Töte es, bevor es Eier legt. Alter, was kann ich denn überhaupt machen? Komm, Scratch. Ich möchte mich nicht mehr meinem Bildschirm nähern. Boah, siehst du crazy aus. Alter, widerlich. Widerlich. Leck mich fett. Oh, Alter, schnell weg. Schnell weg damit. Biotonne auf, Biotonne zu. Also, nee, warte mal. Als Zwischenschritt natürlich das Pokémon da reinlegen, ist ja klar. Das ist aber Excadrill, beziehungsweise Stalobor. Nein, es ist doch Normalboden dann. Ach, Gottchen. Gott im Himmel. Ja, also soweit der Plan. Kann natürlich, wie gesagt, auch passieren, dass ich dann dieses Jahr gar nicht auf der Gamescom bin. Aber dann höchstwahrscheinlich nächstes Jahr. Und ich meine, das ist ein bisschen schade, weil es gibt tatsächlich Leute, mit denen ich mich treffen möchte. Mehr Leute als im letzten Jahr, weil ich jetzt in dieser Zeit halt eben ziemlich viele neue Leute kennengelernt habe. Und das wäre ziemlich cool, wenn ich diese Leute halt eben auch kennenlernen könnte. Was halt, wie gesagt, dann ärgerlich wäre, ist dann halt, ja, wenn ich dieses Jahr nicht dabei sein könnte, dann müsste man halt eben noch ein Jahr warten. Es liegt jetzt so ein bisschen an dieser eine Person, weil ich habe halt keinen irgendwie... Ich kann ja mal schauen, hat diese Person schon irgendwas geschrieben? Nein, hat sie nicht. Okay, wäre auch zu schön gewesen. Dann hätte ich das jetzt, weiß ich nicht. Nein, wobei, im Part kann ich das ja sowieso nicht machen. Also ist das eigentlich auch egal. Ja, also das liegt halt so ein bisschen ob diese Person irgendwie in irgendeiner Art und Weise dafür Zeit hätte, beziehungsweise es auch machen würde. Ja, mal schauen. Ne? Ich muss dann mal ein bisschen schauen. Außerdem sind meine Eltern auch so ein bisschen gegen, was so weite Strecken angeht, ohne irgendwie Erwachsenen. Ich meine, gut, okay, mein Kollege ist natürlich 19 Jahre alt und so, ja, aber meine Eltern sehen ihn vielleicht dann, also meine Freunde, meine Kumpel, die ich jetzt im Real Life kenne, wahrscheinlich immer noch so als eher Kind als Erwachsenen, wenn ihr versteht ungefähr, wie ich das meine. Und gut, ich meine, bei Zugfahren ist es klar, meine Eltern waren immer irgendwie ein bisschen dagegen, wenn ich irgendwo mit dem Zug hinfahren möchte. Das verstehe ich auch, weil ich meine, stellt euch mal vor, irgendwie, weil ich kenne mich halt im Bahnhof, wie gesagt, nicht aus. Und wenn man jetzt einfach diese Vorstellung hat, ich stehe da am Bahnhof in, weiß ich nicht, fucking Berlin oder sowas. Also gut, jetzt nicht, wenn ich nach Köln halt eben natürlich fahre, dann würde ich nicht in Berlin landen. Aber wobei, es könnte passieren, dass ich auch in Berlin lande dann am Ende und nicht in Köln. Aber wenn ich dann zum Beispiel irgendwie Bahnhof Berlin bin, und ich mich damit halt eben nicht auskenne, dann bin ich halt absolut lost. Und dann kann mir auch keiner da mehr irgendwie helfen. Gut, ich kann halt rumfragen, wie ich möchte, aber stell dir mal vor, dann habe ich den Zug verpasst. Dann muss ich halt schauen, dass ich irgendwie Geld bei der Tasche habe und mir ein neues Ticket holen kann oder so. Zumindest stelle ich mir das so vor. Ich weiß nicht, ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Dafür stehe ich das. Aber Flixbus ist so eine Sache. Also, es gibt auch Flixbus, wo das dann mit dem Zug so ein bisschen verbunden wird. Aber es gibt auch Flixbus, die fahren direkt zu deiner Destination. Und das ist halt auch das, was ich dann auch wahrscheinlich machen würde. Und da hoffe ich dann natürlich auch ein bisschen Zuversicht, oder habe ich ein bisschen Zuversicht, dass meine Eltern da so eine gewisse Akzeptanz halt eben haben und sich dann so denken, okay, die steigen in diesen Zug ein. Ist ungefähr vergleichbar mit so einem Schulausflug, außer dass da natürlich keine Lehrer sind, die die Aufsicht übernehmen. Aber man hat dann so gesehen, man steigt in den Bus ein, man fährt straight dahin, wo man hin möchte, wird da dann abgeholt von einem Kollegen und wir fahren dann halt zur Gamescom. So, und das ist dann, ich hoffe, dass ich da ein bisschen auf Akzeptanz dann halt eben stoße bei meinen Eltern, auch wenn ich weiß, dass die halt immer so ein bisschen in der Vergangenheit dagegen waren. Ich habe nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass meine Eltern ein wenig vom Fernsehen gelenkt wurden oder ein bisschen zu stark davon gelenkt wurden, weil da passieren halt öfter so Dinge, auch zum Beispiel was Zugfahren angeht und so, da kann ich mir vorstellen, dass die so ein bisschen, damit hat sich das jetzt eigentlich erübrigt. Draining Kiss? Das gab es doch gar nicht in der ersten Generation. Nein, nein, nein. Denke ich jetzt gerade an die richtige Attacke? Das gab es halt doch gar nicht. Okay, damit hätten wir die Frage geklärt. Tatsächlich gibt es Attacken, die es in der ersten, also die es über der ersten Generation hinaus erst gab. Okay. Nee, das ist jetzt ganz interessant, aber wieso kann Odin dann nur so wenig erlernen? Weil es hätte schon viel mehr erlernen müssen. Unter anderem zum Beispiel auch Finte. Hm. Weil ich auch so das Gefühl habe, dass auch andere... Warte mal, Livani war... Ach, nee, okay. Weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass auch andere Pokémon irgendwie mehr Attacken erlernen müssten eigentlich. Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Hm. Vielleicht hat der Hackersteller sich so bei Feen-Pokémon, Unlicht- oder Stahl-Pokémon so gedacht gehabt, okay, wir geben denen aber auch Attacken, dessen Movepool irgendwie... Ich kann es mir jetzt nicht erklären, ich habe keine Ahnung. Ich kenne den Hackersteller nicht, ich könnte ihn jetzt ja auch nicht fragen oder irgendwie sowas. Also ist das jetzt ein bisschen blöd. Ach, guck mal, da haben wir Breaker, die Nase. ja, da müsste ich halt eben... Oder nein, es gibt ein Bild von Zelos mit dieser Riesennase. Daran erinnere ich mich noch. Ja, ist Zelos, let's go. Simon, hallo. Ja, also...
Ich muss schauen, ob ich das mit der Gamescom irgendwie gesagt hinbekomme. Ich versuche mein Bestes. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch auf der Gamescom ist, auch wenn ich das stark bezweifle, dass einer meiner Zuschauer da vielleicht sein wird und sich vielleicht mit mir treffen möchte. Weil, also, es ist für mich, Alter, es gibt wahrscheinlich nicht einen Zuschauer, der mich treffen möchte, glaube ich, auf der Gamescom. Also, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der, also zum Beispiel, ich weiß nicht, Andi zum Beispiel ist jemand, ey, den würde ich so gerne im Real Life treffen, Mann. Andi, wir müssen was ausmachen irgendwann. Zum Beispiel, wenn ich Auto fahren kann. Ich muss dich mal besuchen fahren, Mann. Ohne Witz. Du bist einer, den möchte ich unbedingt mal treffen. Verdammte Kacke nochmal jetzt. Ich weiß nicht, ob du auf Kaffee stehst. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wir müssen mal auf den Kaffee, weißt du? Einfach ein bisschen quatschen, Mann. So, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Andi auf die Gamescom geht. Nichts gegen dich, Andi, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es was für dich wäre. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Würde ich jetzt so rein aus dem Gefühl halt eben sagen. Exzessor! Das ist unfassbar gut. Heilige Scheiße. Ja, Sand Attack, ne? Kannst du mal verabschieden. Ja, also, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass der ein oder andere sich so denkt, oh, dich würde ich schon gerne irgendwie sehen auf der Gamescom. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber, oh, jetzt kann ich X, sag ich sogar schon direkt mal ausprobieren. Zack, zack und tschüss. Aber jetzt tatsächlich jemand, der auf der Gamescom ist und mich sehen würde, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, ihr versteht ungefähr den Unterschied, den ich hier damit deutlich machen möchte. Ich kann mal, also um das nochmal zusammenzufassen, ich kann mir vorstellen, dass jemand vielleicht mich mal sehen möchte, mir quatschen möchte, weil ich möchte auch mit euch quatschen, Mann, ich hab da Bock drauf. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dieses Jahr wirklich auf der Gamescom ist und mich da sehen möchte. Falls doch, korrigiert mich. aber ich versuche mein Bestes. Vielleicht gibt's ja die Möglichkeit, heute ist die Gamescom, heute möchte ich noch kommen, ne, ist klar. Dass ich da vielleicht noch hinkomme dieses Jahr. Wenn nicht, dann versuche ich halt mein Bestes für nächstes Jahr. Dann versuche ich irgendwie nächstes Jahr halt dahin zu kommen. Ja, man müsste halt einfach mal schauen. Das ist halt sowieso. Der Sprite sieht so. Der sieht kacke aus. Also, der sieht richtig kacke aus. Der ist einfach richtig trash. Ah, nee. Ach, Stahl gibt es da doch gar nicht. Ist Pokémon jetzt nicht eigentlich normal? Ist es nicht irgendwie Unlichtstahl oder irgendwie sowas? Ach, egal, da kann ich auch gleich drin bleiben. Ich kann auch Hyper Beam mal einsetzen. Egal, hat auch so gereicht mit dem Critical Hit. Ja, soweit der Stand der Dinge, Leute. Und, ich werde euch irgendwie auf den Laufenden halten. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze machen werde. Ach, Litwick war ja fucking Lichtl. Ach, verdammte Kacke nochmal eins. Wobei, kann Ambrose irgendwas? Nein, kann es natürlich nicht. Ich halte euch da auf den Laufenden. Wenn sich irgendwas ändert oder so, sage ich euch das in irgendeinem anderen Video. Ja, bleibt am Ball, kann ich da nur sagen. Bleibt am Ball. Ich weiß nicht, wenn ihr das noch nicht getan habt. Nee, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, aber das ist noch nicht von dieser Person, mit der ich das Ganze abklären muss. Was soll ich gerade nochmal sagen? Vielleicht werde ich das auch auf Twitter dann irgendwie ankündigen oder irgendwie sowas. Das heißt, wenn ihr mich auf Twitter noch nicht folgt, dann solltet ihr das vielleicht tun, damit ihr über solche Sachen, informiert seid. Leute! Wenn euch dieser Party gefallen hat, ich beende das Ganze nämlich hier, wenn euch dieser Party gefallen hat, würde mich ein Daumen hoch freuen und supporten. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, Kostinkowski und bye bye. Macht's gut.